Und? Nächstes Stück ist wieder von Cool Vengeance. Ja. Und das heißt Cool Vengeance. Sehr originell, ich gebe es zu. Herr Erik spielt Gitarre, singt Hintergrundskurrile. Nein. Doch. Nein. Spielt ein Indianer und Gesang. Und das gleiche gilt für mich. Da kommt es, ich ein geniales Lied. Also noch eins. Nein, er winkt. Er winkt. Du darfst nicht mehr, Christoph. Du musst raus. Okay. Weißt du, du musst raus. Immer raus, ne? Okay? Aber ich will lieber immer rein. Nee, immer lieber raus, ja? Okay. Lieber raus. Das ist besser für dich. Die neue Raucherwelle. Oh, die neue Raucherwelle. Habt ihr gehört? Ja. Die neue Raucherwelle. Noch nicht. Gut, das Alphabet. Wo steckst du? Wo steckst du denn gerade? Heiko, lass mich ganz schnell noch, da muss ich etwas wissen. Und zwar, was hat es mit der gelben Kreatur auf sich? Ja, wir wollen da nicht so viel drüber erzählen. Nur so, insofern, die ganz gelbe konkret. Kreatur haben wir am Samstag entdeckt. Sie ist sehr kuchengefräßig, frisst unseren Kultkuchen weg und ist halt gelb. Wie, Kultkuchen? Ja, der will Kultkuchen doch recht gerne, kann man eigentlich sagen. Ne? Schmeckt der gut? Was ist denn das? Drei Bleche voll. Die gelbe Kreatur. Toll, toll. Ja, natürlich. Also... Die Leute sammeln sich hier draußen natürlich schon an in Scharen. 5.000, 6.000 hätte ich beinahe gesagt. Es gibt Fernsehshows von der NRW, die NRW auch selbst natürlich gemacht hat. Da gibt es eine Fernsehshow mit einem seltsamen Untertitel. Und zwar werdet ihr bezeichnet als Möchtegern Avantgardisten in Punk-Kinderschuhen. Und dieser seltsame Titel, wie ist der eigentlich zustande gekommen? Woher kommt der? Ja, es gab mal eine bekannte deutsche Zeitschrift. Die gibt es immer noch. Ja, und die heißt Prinz und die haben halt über uns, also beziehungsweise über den offenen Kanal geschrieben und da haben sie auch geschrieben, dass da gewisse Substanzen sind, gewisse Individuen, die seltsame Sendungen machen, die man am ehesten mit Möchtegern-Avantgardismus umschreiben könnte. Ja, fasst ihr das eigentlich ja nur als Beleidigung auf oder als Lob, ein Lob auf die NRW? Ja, also ehrlich gesagt, wir fühlten uns also tierisch geehrt, weil das ist mein... Das bezeichnet schon so, dass wir nicht sowas machen, was nun jeder macht, so 0815 Popmusik und so weiter. Also irgendwo war es natürlich schon ein Lob. Ja, weiß ich nicht, aber... Ja. Ich kaufe gleich ein Dach für das Ding. Also. Ja, es ist hier unheimlich laut, wir können uns ganz schlecht konzentrieren. Ja, wir müssen natürlich uns konzentrieren. Was ist eigentlich mit Captain Kiff? Ist der schon tot? Ja, Captain Kiff hat lange nichts mehr von sich hören lassen. Vielleicht macht er einen ausgedehnten Urlaub, er war ja auch... aufgrund des Kampfes mit dem Friseur zum Beispiel, sehr ausgelaugt. Ja, das ist aber schon lange her. Das geht an die Substanz. Inzwischen. Ja, das ist aber schon lange her, eigentlich. Das war auch ein harter Kampf. Wir sind also noch hier auf Du und deiner Welt und was, also die Welt ist ja eigentlich für dich Lurup, ne? Denn Lurup, aus Lurup kommt ja die neue Lurupper Welle. Ja, wie der Name das so sagt. Showtreppe, wir haben hier sogar eine richtige Showtreppe. Darf ich mal ganz kurz mal sehen, wen wir hier fragen? Hallihallo, kennst du Lurup? Ja. In Lurup gibt es die NRW. Also hast du vielleicht schon mal so ein bisschen was gehört über die NRW? Nein. Nee, Heiko, habt ihr gehört, ihr seid ziemlich unbekannt. Leider, in Lurup. Ja. Vielleicht wehrst du dich mal dagegen und sagst mal, was ihr dagegen tun könnt. Ihr müsst mehr Promotion machen in Lurup. Das... Aua, irgendwas stimmt mit unserem Außenmikro nicht. Auf alle Fälle machen wir demnächst mal wieder Promotion, ja. Darf ich Sie mal was fragen? Kennen Sie Lurup? Natürlich. Lurup ist ein Stadtteil. Jetzt kriegen wir, wir kriegen gar keinen Beifall. In Lurup gibt es eine Band und zwar gibt es verschiedene Bands, die neue Lurupper Welle. Das ist der Gesamttitel und die jungen Leute machen Musik. Das ist doch eigentlich mal was anderes als, ja, was, wie finden Sie das? Was für Musik machen? Ja, das ist natürlich, das können Sie gleich zum Beispiel hören. Du kannst ja schon mal das nächste Lied reinziehen. Das ist natürlich keine Musik, sagen wir mal, die Richtung Schlager geht oder das ist auch keine Musik, die vielleicht deutsche Stars singen, wie wir sie aus dem Fernsehen kennen. Es ist natürlich etwas, doch,
naja gut, vereinzelt. Das ist natürlich etwas eigenwillige Musik. Könnte man sowas aber trotzdem positiv beurteilen, diese eigene Musik? Ja, warum nicht? Ja, Heiko, ein großes Lob von der netten Dame. Also jetzt würde ich sagen, die Pfiffe gelten nicht uns, nein. Das sind keine Pfiffe, das sind die kreischenden Mädchen. Oha, ach ja, stimmt, die bilden sich hier, also die stehen hier vor der Glasscheibe und die Leute stürmen, weil hier gibt's was zu sehen, hier gibt's die NRW-Musik aus Lurup, aus Hamburg letztendlich ja auch. Revolution durchgemacht, und zwar wurde der Schlagzeugcomputer hinausgeworfen. Und wir haben einen neuen Schlagzeuger, einen echten Schlagzeuger, einen menschlichen. Da hinten stehen zwei Leute, die sind sehr interessiert, jetzt gehen sie weg. Ich höre im Moment nicht mehr so viel. Moment, ich muss mal wieder mein Ding ins Ohr stöpseln. Ja, Heiko. Gleich die Sendung ist zu Ende. Kommst du heute Abend auch? Ja, sag ich ja gerade. Wir sehen uns nachher. Ja, gut, alles klar. Ja, dazu müssen wir sagen, wir treffen uns nachher im Schlösschen. Das ist an der Luruper Hauptstraße. An einer Bushaltestelle, die sich nennt? Lookmore. Lookmore, genau. Gut. Wir sehen uns da alle. Nimmst du um eins nach dem Boss oder was? Ja. Kopfhörer und ein Mikrofon. Und ein, ja, also wir wollen mal nicht zu albern werden hier. Hart bis schnulzig. Heiko, ich meine, das ist etwas schwammig jetzt, diese ganze Auskunft, wenn ich ehrlich bin. Beschreib doch mal zum Beispiel das Lied, was wir gleich hören. Das heißt, nimm mir nicht mein Konzept weg. The Last Day heißt das. Das ist, glaube ich, auf dem neuen Tape drauf. Um was geht es in dem Lied? Ja, es geht eigentlich darum, dass jemand stirbt. Also es geht da, der liegt dann da so das rum. Das ist nicht zum Lachen. Und stirbt. Ja, und zwar gingen Herr Michael Kuh und ich zu einem Konzert und da befiel uns Hunger. Und vor dann sind Konzert. Wir vor dem Konzert, ja. Und zwar sind wir dann ein berühmtes, bekanntes Hamburger Kaufhaus gegangen und dort haben wir einen Kinderteller bestellt mit dem Namen Bob der Bär und die Bestellung wurde Annahme verweigert. Denn das heißt, ihr habt euren Kinderteller nicht gekriegt? Nee, den ich meine, wolltet den ihr jetzt nun, bekommen. Wolltet ihr das Personal verarschen oder so, oder? Nee, wir hatten wirklich nur kleinen Hunger. Kleinen Hunger, Sam. Kennst und du nicht. Eine kleine Geldbörse. Und eine kleine Geldbörse. Ja, wir waren den Abend nicht so reichlich bestückt mit Geld. Auf jeden Fall hat der Wirt uns ausgelacht. Er hat uns sogar verhöhnt. Verhöhnt?